Kampagnenrunde Halo 2 Anniversary auf diesem, auf dieser Transportplattform, auf der wir letztes Mal aufgehört haben. Da machen wir jetzt weiter. Eventuell sind wir auch schon fast am Ende der Mission, aber ich habe keine Ahnung. Wir machen da jetzt einfach weiter und gucken, ob wir auch so gut vorankommen wie beim letzten Mal. Das lief ja eigentlich gar nicht so schlecht, würde ich mal sagen. Und nicht so viele nervige Flat, die wir haben. Ich weiß, ich glaube, das passiert in dem Halo-Teil, weil ich habe ja schon mal erwähnt, ich habe ja die Halo-Story mir komplett mal angesehen, was wie das so funktioniert und wie so aufgebaut ist. Und ich war halt hart verwirrt. Aber es gibt halt so ein, ich weiß gar nicht mehr, wie der heißt ganz genau, aber es gibt so ein komisches Oberding, so ein Ober, Flattvieh, das glaube ich auch in Halo 2 vorkommt, mit denen die sich ja quasi verbünden dann im Endeffekt, wodurch das mit dem Flattern auch ein bisschen besser wird. Deswegen kann es sein, dass wir jetzt auch nicht so krass viel Flatt-Sachen jetzt haben, weil das hier in dem Teil passieren wird. Ganz genau sicher bin ich mir nicht, ob das jetzt hier oder noch im nächsten Teil passieren wird. Aber das werden wir ja sehen. Naja, zumindest mal der Sniper noch. Mit 3 Extraschüssen. Das ist Shit. Ey, leider alle ein bisschen leise, ne? Also das wisst ihr ja schon, aber da kann ich jetzt leider nichts dran ändern. Die Abmischung ist leider ein bisschen kacke. Hab ich's geschossen und das ist aber dann nicht angekommen. Augen auf! Gebt's ihnen, solange sie im Nachteil sind. Schnappt sie! Ich hab noch 3 Schüsse. Ich hab keine Schüsse mehr. Haben wir hier immer noch Waffen? Kurz mal wechseln. Ja, ich habe einen Schlitzer, aber ich würde gerne hier. Ja, damit geht das auch. Stirb. Genau so. Oh. Und da bin ich dabei. Ist irgendwie, ich weiß nicht, in dem Teil ist meine Liebe zu Snipern dann wieder hervorgekommen. Weil man hier sowieso ja auch nicht krass hier mit, ne, anvisiert. Das ist ja in Halo, das ist ja nicht so, dass man das in Halo macht. Er kommt da raus. Ja, ich habe nur noch 17 Schuss. Es ist schon wieder von der anderen Waffe. Mal kurz. Nee, gar nicht. Die war es nicht. Es war 4, ne? Genau. Mach mal hier ein bisschen Licht an, damit man hier auch ein bisschen was sieht. Man hat ja hier zumindest keine Batterie, ne? Ich glaube, im vorherigen Teil war es noch so, da hat man für das Licht noch eine Batterie, ne? Die sich dann auch immer, wenn man das Licht aus hat, wieder auflädt. Das hat man diese Mechanik nicht mehr. Keine Ahnung, warum sie die rausgenommen haben. Wahrscheinlich war die echt scheiße, was ich vollkommen verstehen kann. Ich habe einen erwischt. Das ist mir nicht zu Kopf steigen. Ah, hey, ich habe einen Lebenden. Hey, ich habe einen Lebenden. Wo sind die? Ach, die sind da drauf. Punkt. Ja, ja, witzig. Oh, was bist du? Oh, hey, du bist ja voll komisch. Oh, dem hab ich ein paar Löcher verpasst. Gut und schön, aber du schuldest mir. So dunkel. Ah, verstehe. Da ist ein versunkener Abschnitt, der die Türme mit den Anlagen verbindet. Ja.
Cortana. Wahrscheinlich für euch wieder mega leise, aber. Außer ihr wollt schwimmen. Aber das, naja. Der lebt. Volle Kabine kommt hoch! Denn das hier? Oh, ich glaube, das ist eine Rakete, ne? Ich frage mich, die schießen hier immer noch. Kann ich hier nicht weitermachen, weil ich, die Gegner noch besiegen muss? Oder ist hier irgendwie noch ein anderer Gang? Ach, wahrscheinlich hier, ne? Ja, okay. Ich habe eine sichere Übertragung vom Träger des Propheten an irgendwas namens High Charity abgefangen. Es scheint eine formelle Entschuldigung zu sein an die Propheten der Wahrheit und der Gnade. Der Prophet der Wahrheit hatte wohl offensichtlich etwas vorschnell gehandelt, als er die Erde angriff. Er bittet die anderen Propheten, ihm sein verfrühtes Eintreffen zu verzeihen. Er behauptet, dass ihn niemand vor menschlicher Präsenz dort gewarnt hätte. Das erklärt, warum seine Flotte nur aus ein paar Schiffen bestand. Seltsam, dass ein Prophet nur so dürftige Informationen über die Heimatwelt seines Feindes hat. Das scheint ein interessanter Aufzug. Der scheinbar auch wirklich funktioniert, exakt. Krass. Cool. Warum ist das hier alles immer so dunkel? Nein! Granate! Granate! Weg! Granate! Granate! Die hab ich geworfen! Verfluchter Idiot! Überlass das Blut wieder den Profis! Hä? Du vermisst doch wohl dein Schlammbad, was? Die schießen mich ab, oder nicht? Wer kommt mit? Nee, da waren noch irgendwelche Viecher. Wer kommt mit? Ich komme mit. Alter. Hier ist es nicht. Wo sind die denn? Kontrollpunkt erledigt. Achso, die waren da unten noch. Diese Sneaky Grunts. Zwei Wege. Wahrscheinlich sind beide dieselben. Ja. Shit. Nein! Nimm das mit nach Hause zu Mama! Schon in Ordnung. Ich würde mich auch vor mir verstecken. Aber der hat doch einen Schlitzer gehabt, ne? Los doch, Kumpel! Ich bin nur ein Mensch! Da. Kann ich dich drüber laufen? Dann bekomme ich Schlitzerenergie. Nee, ich kann ihn austauschen. Nee, warte, so. Jetzt komme ich jetzt mit hin. Rückt ihn auf die Pelle! Genau. So. Ah ja, mehr Schlitzerenergie. Was doch mal so ein Penner kommt.
schlitzt den einfach, ne? Schlitzt den einfach weg. Weil wer zuerst schlitzt, der schlitzt zuerst. Oh. Oh. Plonk. Plonk. Ich brauche einen Sunny. Ich habe schon viel Schlimmeres überstanden. Hast du das? Genau so einen Moment meine ich. Oh. Upsi. Ich habe meinen Typen gekillt. Kann ja mal passieren. Das Einzige, was dir da noch bleibt, ist eine Abkürzung in die Hölle. Mann, das. Nee, die ist eine Fliegevieh nicht. Da ist noch irgendwo so ein Fliegevieh. Oh. Oh, lol. Ja, warte. Ja, genau. Ich mach das mal, das Fliegevieh mal weg. Augen geradeaus. Oh, da ist es. Zack, das eine habe ich. Ah, shit, jetzt habe ich keine Muni mehr, weil da unten sind noch diese fetten Viecher. Diese fetten Viecher. Ah, ich habe ihn noch, okay. Bist du gar nicht, Junge. Und die kann man richtig geil mit Sniper wegmachen. Ah, das haben wir ja gemerkt, oder? Eins lebt da, glaube ich, noch, ne? Habe ich beide eliminiert. Und da heißt es, ich sei eingebildet. So, das geht hier weg. Oh, lol. Das habe ich nicht gesehen. Muss ich alles von vorne machen, oder? Nee, tatsächlich. Hä, wo bin ich? Nee, ich muss nicht alles von vorne machen, scheinbar. Irgendwie lebt er doch ein bisschen länger hier. Muss doch nicht alles von vorne machen. Aber ein bisschen was. Der ist nämlich auch schon tot. Sieht man das nämlich? Da wird die ganze Zeit abgeschossen von dem da hinten. Und ich flieg die ganze Zeit aus dem Anvisiermodus raus. Das ist nämlich das Ding. Man visiert normalerweise nicht wirklich an den Halo. Oder zumindest macht man das sehr sneaky. Ich weiß, dass du da bist. Ups. Ich wollte eigentlich nochmal. Achso, einmal geswitcht, kann ich nicht nochmal zurück switchen. Ja, cool. Manchmal bin ich auch ein bisschen dumm, ne? Mal hier eine neue Waffe, ne? Da ist einer. Der war die ganze Zeit tot. Warum schießt du noch auf seine Leiche?
Übrigens nochmal, der alte Grafikmodus sieht auch eigentlich gar nicht so schlecht aus. Also schon ein bisschen ekliger und ein bisschen matschiger. Sehen wir jetzt, was passiert, wenn wir nach Plan vorgehen? Aber an sich kann man sich geben. Immer sagen, hier durch, ne? Ah, ich bin so gut. Ne, oder vielleicht auch nicht. Oder ist ja eigentlich nur der Oberbereich unten. Oder? Ja, genau, wir müssen hier lang. Seh dich! Du bist unsichtbar, du kleiner Lutscher. Ja, friss das. Oh, die war ein bisschen blöd geworden. Wow, das habe ich gesehen. Komm, dann nerv mich jetzt hier so ein bisschen. Wo ist der? Da ist er. So. Ah, das war so ein Schlitzer. Krass. Der hat hier irgendwie einen Schlitzer. Da. Da war er, genau. Ja. Okay, wir sollten uns nicht zu sehr freuen. Ihr habt doch bestimmt noch ein paar. Ja, noch geile Waffen. So muss das, damit ich wieder ein bisschen mehr Muni habe. Aufzug, okay. Nee, hier kann ich nicht. Wo kann ich denn rein? Na, muss ich einmal außen rum gehen? Tatsächlich. Habe ich nur noch den Typen und alle anderen gestorben, weil ich die entweder selber umgebracht habe oder selber. Naja, ist auch egal. Kann ja passieren. Gehen Sie voraus, Chief. Ich glaube jetzt erstmal nicht, ne? Sind wir erstmal wieder unter Wasser. Der Träger des Propheten des Bedauerns hat gerade eine Antwort aus High Charity erhalten. Eine gut verschlüsselte Nachricht des Propheten der Wahrheit. Hören Sie sich das an. Deine Hast hat die Erfüllung unserer Allianz gefährdet und unseren großen Plänen geschadet. Dass dir eine öffentliche Zurschaustellung deines Versagens erspart bleibt, hast du nur dem Propheten der Gnade und seinem weisen Rat zu verdanken. Wahrheit, Gnade, Bedauern. Drei Prophetenhierarchen. Bedauern zu töten, sollte der Führungsriege der Allianz einen Hieb versetzen. Aber es hört sich an, als täten sie Wahrheit damit eher einen Gefallen. So, bestimmt 100 da, ne? Ja, immerhin ein bisschen mehr. Ein bisschen geschlitzt hat er schon. Es ist weg. Kommt der andere Typ da an und. Fuck! Ja, ich sehe wieder nix. Ah, nein, ah, diese Fliegeviecher, ich raste aus. Ich glaube, ist gerade mein letzter Verbündeter verreckt. Mal mit den Fliegeviechern, oder?
nächste Tour, Chief. Treibstoff ist fast alle. Der erste Turmkomplex ist sicher, also gehe ich da runter. Sagen Sie Bescheid, wenn ich Sie holen soll. Okay, ja. Weiß ich nicht. Ich denke aber schon, ich weiß das sofort selber schon irgendwann automatisch. Au. Oh, das war da. Nein, den brauche ich jetzt noch. Der ist wichtig. Hä? Warte mal. Da sind noch mehr von mir, oder? Oder da schießen doch welche auf die Gegner. Blöder Mistkerl. Echt mal. Sag ihm die Wahrheit. Oh, das ist... Wer wirft mit... Ach so, niemand wirft mit Granaten, sondern da kommt ein Raumschiff. Außerirdische. Oh ja, na. Dann kriegst du Shit. Ich gehe mal davon aus, wir müssen irgendwie hier so lang, ne? Hi. Die haben mir in die Flucht gejagt. Und das, ich sehe das nicht. Lade auf. Müssen wir jetzt hier lang? Oh ja. Ja, da hätte ich sogar abkürzen können. Ich gehe trotzdem mal hier rein. Bestimmt noch die eine oder andere Waffe für mich. Da, noch eine Gondel. Scheint direkt zum Haupttempel zu führen. Nur noch ein kleines Stück. Noch eine Gondel. Ich nehme die mal. Mal gucken, ob jetzt eine, ob jetzt das vorbei ist oder ob. Oder ob ich jetzt hier noch eine Gondelfahrt machen muss. Wie läuft's bei euch beiden? Bis jetzt ganz gut. Wir kommen jetzt zum Haupttempel. Roger, ich bin so dicht an der Bibliothek, wie es geht. Da ist eine Art Barriere. Wir versuchen herumzukommen. Ich halte euch auf dem Laufenden. Okay, scheint so zu sein, als müssten wir noch ein bisschen weitermachen. Dachte eigentlich so, okay, könnte sein, dass wenn ich jetzt das aktiviere, dann ist das Level zu Ende oder so. Dann machen sie einen Cut und, die, und diesen komischen Haupttempel machen sie dann noch in so einer eigenen Mission. Aber das haben sie scheinbar nicht gemacht. Dementsprechend würde ich sagen, beim nächsten Mal machen wir weiter. Und dann schauen wir uns den Haupttempel um. Also haut rein, bis zum nächsten Mal. Tschüss.